Es ist einfach eine Tatsache. Und eine Tatsache, dass du gestorben bist. Und darum heißt es auch, zähle dich entsprechend. Betrachte dich entsprechend. Erachte es als eine Tatsache. Wenn du noch betest, Herr, ich will der Sünde sterben, dann hast du ein falsches Gebetsanliegen, weil du bist schon gestorben. Du bist schon gestorben, du sollst dich dafür erachten. Es ist eine Tatsache. Es ist eine Tatsache. Versteht ihr, was ich meine? Es ist nichts, es ist keine Verheißung, die ich im Glauben ergreifen muss. Halleluja. Es ist keine Verheißung. Es ist eine Tatsache. Eine Tatsache muss ich im Glauben annehmen, aber es ist etwas, was ich, damit ich den richtigen Blick dafür habe. Es ist keine Verheißung. Etwas, was ich noch nicht habe, aber was mir zusteht, wo ich sage, Herr, ich will das haben. Das ist eine Verheißung. Aber hier haben wir eine Tatsache. Eine Tatsache, eine historische Tatsache, auf der wir aufbauen. Paulus geht weiter und in Römer 7, da lesen wir dann ab Vers 14, wie Paulus mehr drauf eingeht, auf diese Problematik, die wir jetzt aber haben. Obwohl wir gestorben sind, in Römer 7, ab Vers 14 heißt es dann, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich und unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Wisst ihr, viele machen solche Erfahrungen. Viele machen genau diese Erfahrung. Und es ist sogar traurig, dass manche diese Erfahrung darstellen, als wäre das etwas Normales. Als wäre das Teil vom Christenleben. Viele denken, ja, das ist der lebenslange Kampf, den man als Christ nun mal hat. Ja, ich falle, ich stehe wieder auf. Ich versuche, diese Sünde loszuwerden, aber sie hängt mir halt an. Es gibt manche, die sagen, du kannst am Tag, du kannst nicht leben, ohne zu sündigen. Du stehst quasi auf und trittst schon in die Sünde hinein. Es dauert vielleicht 5 Minuten, dann hat man da einen schlechten Gedanken. Dann kommt da wieder etwas. Es ist halt normal. Es ist normal. Man sieht es doch hier in Römer 7. Sagt es nicht Paulus selbst? Er sagt, ich bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Oh, Paulus will drastische Worte. Warte mal. Ich bin unter die Sünde verkauft? Hat nicht Jesus am Kreuz bezahlt? Hat er nicht genug bezahlt? Weil wenn er mich losgekauft hat von der Sünde, wie kann es dann heißen, ich bin unter die Sünde verkauft? Ja, warte mal, Jesus hat doch für mich bezahlt. Wenn es nicht ausreichend ist, verstehst du? Wenn du denkst, Römer 7 trifft auf dein Leben noch zu und es ist das Normale für einen Christen, hat Jesus nicht bezahlt? Hat er nicht genug bezahlt? Wenn er nicht genug bezahlt hat, dann haben wir ein ganz großes Problem. Nämlich, dann können wir hier sofort aufhören. Wenn am Ende des Lebens auf mich die Hölle wartet, was soll mir das alles? Jesus muss doch genug bezahlt haben. Ansonsten haben wir ein gewaltiges Problem. Wenn Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, aber die Sünde hängt mir an, das Böse hängt mir an. Ja, warum hat er mich überhaupt hier gelassen? Was soll das Ganze? Das ist doch dann nicht fair. Wisst ihr, dass in Römer Kapitel 7, von Vers 7 bis Vers 24, es ist der Abschnitt, wo Paulus darauf eingeht. Es ist ein zusammenhängender Abschnitt. Vers 7 bis Vers 24. Nicht ein einziges Mal taucht Jesus Christus auf. Nicht ein einziges Mal taucht der Heilige Geist auf. Nicht ein einziges Mal. Gott taucht auf, das Gesetz taucht auf, das Fleisch taucht auf. Nicht ein einziges Mal Jesus Christus, nicht ein einziges Mal der Heilige Geist.